Wir gucken uns jetzt nämlich das Meisterwerk von Robin an. Der hat mir schon gesteckt, dass er in seinem neuen Video etwas forscher wurde im Ton, was ich richtig und wichtig finde. Deswegen bin ich sehr gespannt. Da müssen wir rein. Aline Bachmann-Content ist Ehren-Content. Wichtig und richtig. Payback 9,6. Aline Bachmann pöbelt mich wieder an, anstatt ihre Gerichtsschulden zu zahlen. Das wird ein Fest. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr gespannt. Leider war ich auf der Gamescom, konnte sie vorher nicht sehen. Dementsprechend gehen wir jetzt rein mit Anlauf. I am on fire. Es geht los. Ich bin heute übermäßig auf Krawall gebürstet. Was Es fehlt das nah. das heißen soll, mich dürstet es danach, jemanden gehörig zusammenzufalten. Doch wen? Sagen jetzt, ich habe Schulden? Warte mal. Mir ist heute Ah, so sie schon warm. Warte wieder. mal. Über sie habe ich sogar noch ein Video gemacht. Beziehungsweise eigentlich eher über Da Vinci. Aber ja. Perfekt. Alle Tage wieder denkt sich unsere bonierte Lieblingsinfluencerin, sie könne mal wieder ein Schnippchen schlagen und ihren garstigen Kritikern zeigen, wo Pepe die Locken hat. In aller Regelmäßigkeit legt sie dabei eine derartige Hybris an den Tag, dass ich so richtig Puls bekomme. Wenn dann auch noch mehrfach mein Name fällt Nero. und ich sogar persönlich Ziel ihrer plumpen Pöbelparade werde, plus sie dann auch noch einen direkten Angriff in den magischen Zylinder feuert, ist das die perfekte Beschwörungsformel für so ein Video von mir. Verfolger dieser absurden Shitshow werden sich freuen. Es geht mal wieder um den Rechtsstreit zwischen ihr und mir. Leuten, denen das Thema auf den Sack geht, klicken immerhin auch auf dieses Video, um mir mit Wichtig und richtig. Mehr Aline Bachmann Beef Content. zu teilen, dass sie keinen Bock darauf haben. Hilft auch. Ey, komm schon. An der Angelegenheit hier hat ein exorbitanter Teil meiner Community. ADM1RAL-Hipster-Cheered-X100. Achtung, das gibt viel Cringe. Starke Schmerzen und unsägliche Dummheit. Haltet eure Notfalldosis Crystal Meth bereit, lol. Cringe voraus, ey. Vielen Dank, Video der Pizza, Admiral Lipster. Es wird viel gecringed. Großes Interesse, also warum nicht? Wo wir gerade dabei sind, liked mal alle dieses Video hier. Ansonsten steht Aline nämlich um 3 Uhr nachts vor eurem Bett und fächert euch mit Geldscheinen Wind zu. Das könnt ihr nicht wollen. Also wenn jetzt nicht Oder? jeder einzelne liked, dann So sieht die Hölle aus. Habe ich Fragen. Ihre Freundin war mir bis dato kein Begriff und ich möchte anmerken, dass das aus Pulsgründen auch gerne hätte so bleiben können, aber das war mir wohl nicht vergönnt. Ihre Freundin redet ungewöhnlicherweise sogar mehr als Labaline Schnackmann. Gucken wir uns aber trotzdem an, weil A, inhaltlich nimmt sich das nicht wirklich viel. Labaline Schnackmann. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Robin da sitzt beim Skriptschein aber so am Wut, an Gift und Galle sprühen ist vor Wut. Admiral Hipster, vielen Dank, wie der Bits aber Stream Element sagt nein. Und B, Alter, sie ist mit Aline live, verteidigt und supportet sie und pöbelt in meine Richtung. Natürlich schnüre ich ihr da ein Päckchen draus. Dann tun wir uns den Hokuspokus mal Sagen jetzt, rein. ich hab Schulden? Warte mal, mir ist heute so warm, warte mal. Jess, auch das hat hier nichts verloren. So eine Scheiße will ich hier auch nicht lesen. Das war auch diesbezüglich dein letztes Kommentar. Du bist für diese Geschichte hier gesperrt und stumm geschaltet. Das geht dich nämlich einen Scheißdreck an. Das war der Auslöser für diese Clowns-Fiesta. Alines Oh Freundin hat den Bannhammer geschwungen, der no. anscheinend, wie es auf mich wirkt, ziemlich griffbereit liegt, weil jemand Aline darauf hingewiesen hat, sie möge doch mal bitte endlich ihre Gerichtsschulden bei mir tilgen. Hier fliegt ein Käfer rum. Oh, fuck mich doch nicht ab. Was ihre Freundin damit bezwecken wollte, verstehe ich nicht so ganz. Sie merkte ja an, dass das Thema im Käfer-Hater. Stream nicht zu suchen habe, weil das ja alles Privatsache wäre, tatsächlich sogar. Macht das Ganze dann aber monologartig 6 Minuten zum Thema und redet selber über nichts anderes mehr. Ganz davon abgesehen, dass das. Das Video, also die Freundin, die ist jetzt auch im Rechtsstreit, glaube ich. Also habe ich aus ihrem Video herausgelesen, weil sie hat ein Video-Statement gemacht vor ein paar Tagen, worauf ich ja auch meinen Rage, ja, Rant hatte bezüglich Da Vinci, weil er hat ihr Video halt reproduziert. Und da erklärt sie sozusagen, dass sie auch in einem Rechtsstreit mit Aline Bachmann jetzt gerade geht und sich mit ihr verworfen haben will. Deswegen, Nero tritt da halt richtig schön verletzte Hunde in dem Fall, was ich ihm nicht verübeln kann. Wer sich mit der Bachmann einlässt, verbrennt sich halt die Flossen und alles andere.
Fass von Charlene BWL-Mann höchstpersönlich in aller Öffentlichkeit aufgemacht wurde. Also kann es auch gerne da bleiben. Verstehe ich jetzt nicht, wieso du den Kommentator dafür gebannt hast, nur weil er mal ein bisschen glotzi-glotzi in die Büchse der Pandora machen wollte und du das Ding einen Augenblinzer später in Gänze aufreißt. Da frage ich mich an der Stelle einfach nur noch: Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Dankeschön an meine Modis. Sowas wird hier stumm geschalten. Geht hier kein was an. Unser Privatleben auf TikTok, Leute, geht euch einen Scheißdreck an. Ja, okay, aber warum posaunt ihr euer Privatleben danach auf? 3 Sekunden später. Außen, das ergibt keinen Sinn. Warum machen das diese TikTok-Battle-Battle-Streamer-Knallis eigentlich immer wieder? Ein Fetzen ihres Privatlebens anreißen und dann auf Nachfragen empört reagieren? Das geht euch gar nicht an. Was hat die denn geschrieben? Scheißegal, was die geschrieben hat. Uninteressant. Okay, ist egal und uninteressant. Thema sollte dann ja beendet sein. Was macht sie einen Augenblick später? Ups. Alles klar. Ich habe mir so ein Pokémon Go Plus Ding gekauft und das vibriert gerade. Interessant. Halt die Klappe. So, wo war ich stehen geblieben? Ist egal und uninteressant. Thema sollte dann ja beendet sein. Was macht sie einen Augenblick später? Ach, so eine Beschmierte, die gesagt hat, Just Nero, du sollst erstmal die Kosten bezahlen. Hat doch hier nichts verloren. Denkt sie eigentlich auch darüber nach, was sie redet? Oder sprudeln die Worte einfach nur aus ihrem Mund heraus? Die widerspricht sich auf diese Art alle paar Sekunden. Die Hälfte des Streams geht darum, dass es in ihrem Stream nicht darum gehen soll. Als nächstes und dann macht sie es zum Thema. Es ist wild. Es ist wild. Genauso funktioniert das. Redet sie darüber aus dem Nichts, dass wenn Aline nicht zahlen kann, sie dann auch nicht zahlen muss. Weil... ja, so läuft das halt, ne? Man braucht schon wirklich super Dragon Ball große Eier, um diese absurde Dummheit offen ins Internet zu blöken. Mir persönlich geht es auf die Eier, wenn man so ein Dösbattel ist und sich für denjenigen hält, der die Weisheit mit dem Eierlöffel gefressen hat, ne? Es geht mir auf die Eier und deshalb Manscaped. Das ein oder andere Mal habe ich zwar erwähnt, dass Bartwuchs bei mir so eher verhaltener Natur ist, aber wenn da doch mal das ein oder wenn ihr Bartwuchsprobleme habt, beziehungsweise Bart habt, der geschnitten werden soll, ne? Dann gönnt euch Manscaped über den Code Just Nero. Wir werden die Werbung trotzdem skippen, unabhängig davon, dass wir natürlich gönnen. Und oh! Just Nero erhaltet ihr 20% Rabatt. Eure Lieferung ist versandkostenfrei. Oh, Zeit- Alpha Kevin, was ist das denn hier? Oh! Was ist denn das? Alpha Kevin, was ist das? Sieht aus wie ein Anime-Effekt! Also, ich würde ja mal sagen, wenn Just Nero das macht, dann ist das wohl okay. Ja, so ein Ding ist das nämlich. Wenn Just Nero das darf, dann mache ich das auch. Person weiter zu rasieren, aber nicht an den... Was nicht geht, geht eben nicht, Leute. Wir haben auch noch andere Kosten, die wir decken müssen und zahlen müssen. Nicht mein Problem. Wenn man so dämlich ist, jemanden öffentlich vor einem 100.000... Nein, Herr Richter, ich kann die Strafe nicht zahlen. Ich habe auch noch andere Kosten, die ich decken muss. Ja, okay, dann zahlen Sie halt nicht. Nein, Herr Officer, den Strafzettel hier, den kann ich mir einfach nicht leisten. Akzeptieren Sie das doch bitte. Ja, okay, dann nicht. Dann stelle ich Ihnen die gar nicht aus. Dann parken Sie mal wieder weiter falsch. Alles okay, tut mir leid, wusste ich nicht. Was? Strom? Nee. Leute, ich habe noch andere Sachen, die ich leisten muss. Internet zum Beispiel. Gehen Sie mal weiter jetzt hier, so Stadtwerke. Wie denn? Also, ich wusste nicht, dass das so funktioniert. Das sage ich mal meinem Vermieter. Mein Gott, meinem Mieter. Wäre schön, wenn ich einen Mieter hätte. Meinem Vermieter. Ich glaube, der wird das appreciaten. Der Publikum Straftaten wie Swatting, unrechten Zugriff auf Digitales und etliche andere Angelegenheiten vorwirft, die geeignet sind, den Ruf von mir herabzusetzen, muss man halt auf die Kelle, die zurückkommt, klarkommen. Wenn du das nicht möchtest, halt einfach die Fresse. Das, was Aline gemacht hat, war Verleumdung, weil sie ganz genau... Die Fresse, die ist richtig salzig. Richtig und richtig. Weiß, dass ihre Tatsachenbehauptung unwahr waren und nur dazu dienten, mir zu schaden. Versucht jemand, meinen Ruf zu schaden, feuer ich halt zurück. Erst recht, wenn mir die Person so lieb ist, wie ein Warnkampf auf dem Donnerbalken. Dann auch gerne mal aus allen Kanonenrohren. Wäre wenigstens das Nachtatverhalten angemessen gewesen und sie hätte ihre Fehler eingesehen und sich entschuldigt. Hätte ich ihr trotzdem nicht verziehen und hätte weitergemacht, ne? Aber sie hat dann ja auch noch das hier vom Stapel gelassen. Ich schwör's dir, ne? Ich bin jetzt ehrlich zu dir, vor 1000 Leuten, wenn du noch einmal den Namen von diesem Bastard aussprichst, ich schwör's dir, das ist ein Bastard, hat meine Mutter einen Leichenwagen bestellt, dann gehe ich über Leichen. Ich bin jetzt mal darauf gespannt, was sie zu sagen hat, wenn Aline nicht zahlen kann.
Was nicht geht, geht eben nicht, Leute. Wir haben auch noch andere Kosten, die wir decken müssen und zahlen müssen. Und wenn jemand sich damit nicht zufrieden gibt, dann muss er halt Göttjalama machen. Verstehst du? Ist so. Also, wenn sie nicht zahlen will oder kann, soll ich mich damit zufrieden geben oder sie am Arsch lecken? Diese Dame hat ein äußerst ausgeprägtes juristisches Verständnis. Ist so funktioniert das Gericht, das halt. Welches eine Nichtzahlungstilgung mit der Begründung, kein Bock, muss noch andere Sachen. Schutz. Darfst du mir auch gerne mal zeigen. Gerichtsschutz. Herr Richter, meine Mandantin möchte gerne nur kein Bock-Verteidigung in Kraft rufen. Alles klar, Case dismissed. Oder das kannst du ja nicht ausdenken. Schulden sind eintreibbar. Da kann dann irgendwann so ein netter Mann kommen, der in der Regel diese wunderbaren rot-weißen Sticker mit dem Schriftzug Pfandsiegel dabei hat. Und nein, die Sticker wieder abzuknibbeln ist keine adäquate Lösung des Problems, sondern strafrechtlich relevanter Siegelbruch. Muss man ihr anscheinend erklären bei den wilden Jura-Takes, die sie von sich gibt. Ah. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich so ein wenig garstig angehaucht wirke, ich habe es nicht so gerne, wenn man mir sagt, ich solle jemanden am Arsch lecken, weil ich meine gezahlten Anwälte und Gerichtskosten, die mir zustehen, zurückverlange, die ich nicht verschuldet habe. Dummes Gelaber immer. So wie deins. Menschen dann von außen reinkommen. So wie du gerade. Sie denkt halt echt, liebes Frau. Von Tun und Blasen keine Ahnung haben. Das ist halt echt, also die Frau, ohne jetzt sie zu fronten für ihren Content oder sowas so. Ich meine, es gibt ja Leute, die es gucken. Heißt, irgendwo ist sie ja bestätigt in dem, was sie tut, so, ne? Ob das jetzt legit ist oder nicht, da, ich will da gar nicht drauf. So. Aber sie macht halt Videos und Geld und Content und Reichweite, echt viel Reichweite damit, dass sie eben Livestreams isst. Rülpst und furzt. Was originell ist anscheinend so. Damit macht sie Content so. Und das gibt ihr anscheinend Legitimation, von oben herab über Menschen wie halt jetzt in dem Fall Just Nero zu sprechen. Da weiß ich nicht so, da habe ich halt wieder schon wieder starke Schmerzen. So, wenn man so, zumindest bodenständig bleiben würde bei dem, was man tut, so, ne? Würde es mir halt nicht so schwer fallen, mein Gott, Leute zu verteidigen. Aber da bin ich halt, ne, da krachst du schon wieder gewaltig. Also da, ja, Marston, also, sie ist halt international unterwegs, so, ne? Also kann halt gut sein, dass das jetzt zum Beispiel auch im japanischen Raum ist das doch, doch im asiatischen Raum, ich bin nicht verallgemeinert, ist es doch teils Etikette, gewisse Geräusche des Genusses zu machen beim Essen, so. Und Mukbang ist halt einfach eine Riesengenre. So, sie da jetzt als Person anzugehen, ist halt geschmacklos, meiner Meinung nach. So, vor allen Dingen, wenn es halt Menschen gibt, die das aus kulinarischen, kulturellen Hintergründen wertschätzen könnten. Deswegen will ich da jetzt sie auch nicht oder halt die Leute direkt vor den Bus werfen, die das eventuell gut finden könnten, anstatt bei ihr zu spenden. Einfach mal, ja, das wäre eine Alternative, mit der könnte ich gut leben. Das wäre vernünftig. Hier ist auf jeden Fall ein Sub gut angelegt. Ich kann auch essen in Streams. So wie du gerade? Und dann erzählen, was wir zu zahlen haben und was nicht. Er hat doch recht, sie hat das Eilverfahren krachend verloren und ich habe die einstweilige Ist es ja auch, Neo. Ist es ja auch, Robin. Also, ihre Takes sind absolut Schmutz. Sind die. Das ist eine richtig dumme Verteidigung. Nee, Herr Officer, ich habe halt kein Geld zu zahlen. Ja, denn. Dann zahlen sie einfach nicht. Ist okay. Wir haben ja alle unsere Kosten, die wir tragen müssen. Na? Das ist halt dumm. Verfügung gegen sie. Das hat sie öffentlich schon angesprochen, das habe ich öffentlich schon angesprochen, ist also gänzlich bekannt. Was laberst du denn für eine gequirlte Scheiße? Meinst du nicht, es ist ein wenig dünnes Eis, anderen zu unterstellen? Ohne Witz, ich feiere das, wenn Robin so richtig schön und matt ist. Ich finde das richtig gut. Ich freue mich da immer, weil genauso matt, das Level matt bin ich eigentlich so gut wie immer. Immer. Allein das Da Vinci-Video. War ich wütend. Sie würden von Themen reden, von denen sie offensichtlich keine Ahnung haben. Also manchmal muss ich ja ganz ehrlich sagen, feiere ich dich. Obwohl ich dich ja nicht leiden kann. Warum? Hier ist alles voller Scheiße! Kacke! Also erstmal, warum streamst du mit ihr, wenn du sie nicht leiden kannst? Weil das ja eine Masche ist. Zweckgemeinschaft, um doch noch irgendwie Kohlen ranholen zu können, von denen man vielleicht doch mal die Schulden tilgen kann. TikTok-Niveau halt. Welches Schneidprogramm ich verwende? CapCut heißt es. Nee, nicht CapCut. Shortcut. Heißt es.
irgendein umsonst Schmutzprogramm. Das ist hier noch jemanden, der nicht folgt, aber wichtig und richtig. Rein da. Wofür feierst du sie? Es sind 2 Minuten im VOD vergangen und sie hat keinen richtigen, geschweige denn einen geraden Satz herausgebracht und nur über mich vom Leder gezogen, weil ich mein Geld haben möchte. Wenn jemand bei dir Schulden hat, willst du die, Texas, ich denke, auch mal wieder haben, oder? Sonst würdest du dich ja nicht für ein bisschen schnöden Mammon der Lächerlichkeit preisgeben und online mit Aline um die Wette betteln. Tippen, tippen, liken, liken. Scheiße, man merkt, dass ich heute übellaunig bin, ne? Oh ja. Und Aline, bitte lass das mit diesem Durstlöscher bleiben. Ich hasse Essens- und Trinkgeräusche. Erst recht, wenn die so demonstrativ sind wie du gerade. Aline, hör auf damit. Das musste jetzt kein zweites Mal sein. Nein, nein. Warum ist all das, was die Frau macht, so maximal Panne? Wie kann man denn Panne, so Panne wie sie, einen Durstlöscher trinken? Wie kann das funktionieren? Ja, das sind diese Effekte, das sind Chroma, das sind hier, ne, einfach hier Templates, also diese Chroma-Key-Elemente, die du einfach nur reinlegst und dann den Greenscreen-Effekt dann anpasst. Das ist ja keine Kunst, ist das. Herrgott nochmal, warum bist du eigentlich so bärstig? Das hat jetzt nichts mit dem Thema zu tun, aber ich muss mir das reintun, also müsst ihr das auch. Wieso hänge ich schon wieder? Booster, Leute! Booster! Wir haben den Booster! 25 Sekunden und könnte die mal 5 sein, am Raul. Seri, Finn, Dankeschön. Leute, wir haben den Booster. 18 Sekunden noch. Mach doch mal was. Wir haben den Booster. Ines, Janette, Dankeschön. Geht es wirklich in jedem TikTok-Match so peinlich, so, ja, so zum Fremdschämen, so impertinent vor? Ja. Wer guckt sich so eine Scheiße freiwillig an und schmeißt Aline plus Entourage dann auch noch Kohlen dafür in den Rachen? Also, wir sind unangenehm! Wirklich am Genau der. Der passt dir gerade perfekt. Genau der. ADM1RAL_HipsterCheerX100. Ernsthafte Frage. Wer zur Hölle guckt sich sowas an? Lul, frage ich mich beim Drachenlord auch. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wer da sitzt und Matches guckt. So, das ist doch nicht spannend, Alter. Also diese ganze Match-Szene so, ne? Das ist absoluter Schmutz. Das ist halt echt Schrott. Es ist halt wirklich Schrott. So. Unabhängig davon, dass ich jetzt die Leute, die das machen, nicht unbedingt von Kahn schmeißen möchte, weil viele wollen einfach nur ihr Geld verdienen, so. Finde ich halt problematisch bis verwerflich, so. Aber dass sie es machen können, setzt ja voraus, dass sich das jemand anguckt und bereit ist, dafür Geld auszugeben. Und das ist halt das, was ich verurteile. Das finde ich halt viel, viel verachtenswürdiger. Dass Leute wirklich da sitzen und andere Menschen Geld an den Kopf werfen, die sagen, oh, jetzt drücken, 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 plus 2 Leute, plus 10, plus, drücken, 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 gleich haben wir ein Universum, oh, Galaxy und einen Hasen. Das ist genau das, was ich halt so, ich verstehe das nicht. Also, beim besten Willen, ich verstehe es nicht. Warum? Warum existiert das? Warum funktioniert das? Und übrigens, vielen Dank an Admiral Hipster für die 100 Bits und Dankeschön für die 200 Bits. Wir den Sound Ehre. Arsch. Jeder hat doch irgendwelche Sachen zu bezahlen, mein Gott. Wir sind doch keine Kapitalisten. Wir haben Miete zu bezahlen, Strom zu bezahlen, Hundefutter zu bezahlen. Hat Aline wieder Hunger oder was? Das ist Spaß. Jeder hat. Ey, da habe ich harte Schmerzen, ne? Was redet diese Frau? Was machen Sachen? Was redet diese Frau? Jeder hat doch Geld zu bezahlen. Wir sind doch keine Kapitalisten. Was redet diese Frau? Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ey, wie kann man denn so eine so laute Meinung haben und so wenig Ahnung dahinter? Ich bin Kommunist. Ich kann nichts bezahlen. Ja, System gedribbelt. Also, wir haben da ein ernsthaftes Bildungsproblem in Deutschland, ohne Witz. Das ist schon gravierend. Zwei Seite. Kurze Frage, hast du eigentlich eine Ahnung von den Begriffen, die du da so um dich schmeißt? Nee. Oder benutzt du die einfach nur, um so zu wirken, als hättest du was zu sagen? Nee, das ist Gewürz. Sie wirft einfach solche Sachen einfach raus in den Wortsalat, einfach so ein bisschen, um das alles ein bisschen aufzuspeisen. So. Das ist einfach nur Gewürz für sie. Alter, also ich weiß nicht, wie man Kapitalismus
in einem so offensichtlichen Kontext so unglaublich falsch verwenden kann. Ich würde behaupten, es ist schwerer, Kapitalismus noch falscher zu verwenden in irgendeinem Kontext. Also Bruder, da hat sich jemand Mühe gegeben, absolute Grütze zu reden. Oder etwas zu sagen. Ein Kapitalist ist, wer seine Rechnungen bezahlen kann. Oder was möchtest du damit jetzt ausdrücken? Ein Kapitalist ist, wer Geld hat. Ich dachte immer, jemand ist ein Kapitalist, wenn er über ökonomische Werte, auch Kapital genannt, verfügt, die dafür genutzt werden, einen vergrößerten Wert zurückzuerhalten. Nein, aber das ist Lügen. Je mehr man weiß. Weisheit mit Alines Freundin. So, und wenn der ein oder andere meint, der hat jetzt irgendwie, muss sich jetzt bei uns was holen, ja, dann mach doch. Wenn man schon Raten anbietet, dann muss man sich damit auch zufrieden geben. Wenn man aber alles verlangt, muss man Pech haben, wenn man gar nichts mehr bekommt. Könnte diese Frau vielleicht mal für eine Sekunde aufhören, dummen Bullshit zu faseln? Muss ich soll mich Pech damit zufrieden haben. Geben, wenn ich nur Raten bekomme? Nee, muss ich nicht. Solange das Gericht das nicht sagt, muss ich das nicht. Mache ich auch nicht. No, jetzt erst recht nicht. Ey, die erzählt wirklich, wenn man nicht Ja und Amen zu Ratenzahlungen sagt und sich auf der Nase herumtanzen lässt, hat man das Recht, die Zahlung gänzlich zu verweigern. Ich erkläre gleich nochmal, wie Raten funktionieren. Da kommt die nämlich auch nicht so ganz hinter. Ja, die Geduld hätte ich gar nicht, ne? Ich hätte nicht die Geduld, mich hier hinzusetzen und den Zuschauern zu erklären, was eine Ratenzahlung ist, ne? Nicht bei dem Thema. Hätte ich nicht. Ich wäre schon wieder auf 30.000. Ich würde darauf ja gar nicht eingehen, aber dieses absurd groteske Dummgeschwafel, das macht mich so sauer. Ohne Witz, mich triggert Dummheit einfach. Die stellt mich ja schon fast als Schuldigen hin für ihre Straftaten. Willst du mich verarschen? Hätte sie sich vorher überlegen sollen. Wenn man Äußerungsdelikte begeht, muss auch jedem bewusst sein, dass es Konsequenzen hat. Als nächstes wird mir erzählt, ich solle niemanden dazu nötigen, die drei Finger zu heben, sprich die Schwurhand zu machen, weil sonst bekomme ich gar nichts. Nötige niemanden die drei Finger zu heben, weil sonst kriegst du gar nichts. Was ich nicht so ganz verstehe, was hat jetzt der Eid damit zu tun? Die Vermögensauskunft hätte sie schon leisten müssen, hat sie aber halt nicht getan. Und ich verstehe auch nicht, warum ich dann gar nichts bekommen sollte. Effektiv sagt sie ja, fordere niemanden dazu auf, deine Schulden zu bezahlen, denn sonst bekommst du sie nicht. Und Aline stimmt ihm übrigens zu. Ist aber auch nicht das erste Mal, dass sie die Zahlung verweigert. Die Mühlen der Justiz... Was zur Hölle? Was? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Das ist ja komplette Hirnzerschmelze. Was redet dieser Mensch? Was redet die Dame? Ich verstehe das alles nicht. Kann da jemand irgendwie irgendwo mal nach dem Sinn suchen und die mir gerne in verständlich wiedergeben? Weil ich habe da noch keinen gefunden. Beim besten Willen, ey. Jeder normale ist ja schon im Knast. Ja, aber sowas von. Justiz malen langsam, aber sie malen. Stetig und kontinuierlich. Ja, ADM1RAL_Hipster_Cheered_X100. Da erleidet man doch eine synaptische Kernschmelze, Louis. Aber sowas von, ey. Danke, 100 Bits. Das ist akustische synaptische Kernschmelze. Ey, du. Also. Auf Twitter wird man sagen, halbe Bibel, ganzer, ne? HS. Also, sie hat viel geredet, aber einfach null gesagt. Und das, was rüberkam, war einfach Schrott. Aber kann einfach direkt so in die Tonne. Alles menschlich. Niemand kann niemanden zwingen, irgendwas zu bezahlen. Oh. Boah, danke. Okay. Hättest du mir den Tipp mal früher gesagt? Ey, dem Finanzamt, dem hätte ich es aber so richtig gezeigt. Als nächstes erzählt sie mir dann, wenn ich sie dazu bringe, die drei Finger zu heben, kriege ich... Das Finanzamt hasst diesen Trick. Nee, hä? Ist alles menschlich hier. Sie können mich nicht zwingen, meine Steuern zu zahlen. Sind sie denn kein... Also, ich kann das alles nicht mit. Aber Arbeitgeber lieben diesen Trick. So ein Ding ist das nämlich. Also Gehalt, also, nee. Wir sind hier alles, das ist ja alles menschlich. Arbeiten Sie mal einfach weiter. Und wir machen das auf ganz menschliche Weise und zahlen einfach kein Gehalt. Aber Sie arbeiten schön weiter. Vielen Dank. Bitte, Dankeschön. Das ist halt einfach Arsch von absurd. Ihr? Oder was auch immer das hier heißen soll? Gönnt ihr aber mal. Dein Danke. Ich weiß auch gar nicht, warum sie sich da jetzt einmischt und denkt, sie müsste mit mir reden. Ich habe doch gar nichts mit ihr am Hut. Deswegen ignoriere ich den größten Teil von ihrem Gesabbel jetzt und fokussiere mich mal auf das, was Aline noch zu sagen hat. Oder zu tun hat. Es wird nämlich jetzt wild, Freunde. Sagen jetzt, ich habe Schulden? Warte mal. Mir ist heute so warm. Warte mal. Boah, ist mir heute warm. Ich hab was? Ich hab Schulden? Boah, ist mir warm.
Oh, warte. Warte mal, wie viel sind das? Was haben die gesagt? Ich hab Schulden. Witzig bist du. Die kann sich glatt mit Theo Strattmann zusammentun. Ja. Warte, ich fix das mal für dich. Aber danke für den Ausschnitt. Der in Kombination mit dem Ausschnitt von dir, in dem du bestätigst, dein Geld vor Zahlungen, die du zu tätigen hast, inklusive das Finanzamt, maybe, wer weiß, zu verstecken, ausdenken. Kommt dem weiteren rechtlichen Verlauf unseres Disputs sicherlich zugute. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken, Mann. Es ist wirklich so. Es ist so. Es ist, also das ist halt, du kannst dir das beim besten Willen nicht ausdenken. Sie sagt öffentlich, na, ich verstecke mein Geld. Dass ich damit, dann muss ich meine Schulden nicht zurückzahlen. Dann wird sie irgendwann mal wieder darauf angesprochen. Dann flext sie mit dem Geld, das sie ja eigentlich versteckt, was sie nicht haben kann. Was ja schon vom Gericht eingefordert wurde. Ey, das ist so, als würdest du dem Richter ins Gesicht spucken, ihn dabei danach auslachen und im Nachhinein sagen, ich habe einen Film natürlich, ne, das ist ja wichtig. So. Und dann aber sagen, ich weiß gar nicht, was passiert ist, das ist für der Regen. Das kannst du dir nicht, also, das kannst du dir beim besten Willen nicht ausdenken. Also, das ist, sie tritt zu einem Marathon an, nimmt eine Winchester und schießt sich damit in den Oberschenkel. Und wundert sich dann, dass sie nicht ganz so schnell abschneidet. So, das ist halt einfach, wer berät diese Frau? Aber eher weniger für deine Seite. Hätte. Mira Hipster, vielen Dank für die 200 Bits. ADM1RAL_HipsterCheerX100, dummes Stream-Elements. Vielen Dank für die 100 Bits. Und sorry, dass das Stream-Element. Vielleicht ist das der Spam? Ist das vielleicht ein Spam-Filter? Ist das vielleicht ein Spam-Filter? Vielleicht, weiß ich nicht, aber das ist immer mal wieder funktioniert es im Element nicht bei Admiral Hipster. Entweder ist es ein Spam-Filter, dass er nicht so reinspammen soll, oder Stream-Element mag einfach keine Schweizer. Ich glaube persönlich, es ist Letzteres, aber es ist auffällig. Eigentlich nie bei Admiral Hipster funktioniert. Wer meiner Wenigkeit erzählt, dass mir mal ein Gegner in einem Rechtsstreit Geständnis und dann auch noch ein Beweisvideo liefert, das Ganze aber abstreitet hinterher, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Aber Aline, die macht alles möglich. Im Übrigen, Gerichte finden es jetzt nicht unbedingt so toll, wenn du dein Geld vor denen versteckst. Das weißt du schon, oder? Du hast ja nicht nur bei mir persönlich Schulden und nicht nur gegen mich vor Gericht verkackt. Ich muss mal an der Stelle mal ganz kurz was sagen. ChatGPT-Anwalt. Wenn es Gerichtskosten von einem Nero gibt, dann zahle ich die mit Raten ab. Warum sollte ich dem gleich das ganze Geld verschmeißen? Ich habe auch Gerichtskosten. Manchen Leuten, da zahle ich gerne mein Geld. Ganz stolz, ey. Ganz stolz. Ich habe auch Gerichtskosten, ja. Bruder, ich kann das alles nicht mehr. Ganz stolz ist sie darauf, ey. Geld sofort pünktlich zurück. Aber es gibt manche Dinge, da zahle ich mein Geld halt nicht gerne pünktlich zurück. Das kann die nicht ernst meinen. Das kann die nicht ernst meinen. Halt so. Denkst du wirklich, du entscheidest, wie das Geld zurückgezahlt wird? Nein. Du bestimmst wann, du bestimmst wie. Ich erkläre dir das mal. Um eine Geldstrafe in Raten zu begleichen, muss gemäß § 42 StGB nachgewiesen werden können, dass die sofortige Zahlung aufgrund persönlicher und oder wirtschaftlicher Verhältnisse nicht zugemutet werden kann. In diesem Fall kann bei der zuständigen Staatsanwaltschaft ein Antrag auf Ratenzahlung gestellt werden. Es gibt da drei Punkte, die du zu beachten hast, wenn du eine Ratenzahlung beantragen möchtest. Erstens, die Gründe für eine Ratenzahlung sollten sachlich und detailliert wiedergegeben werden. Ich stell mir gerade vor, wie Aline Bachmann sachlich und detailliert versucht, irgendwas wiederzugeben. Boah, ey, wieso musst du das jetzt zahlen? Ich hab aber keinen Bock. Warum denn? Nee, für den doch nicht. Oder das muss halt wirklich Comedy Gold sein. Das ist bestimmt ein Highlight von jedem Richter. Kein Bock ist weder ein sachlicher noch ein adäquater Grund für eine Ratenzahlungsbeantragung. Zweitens, die Geldstrafe selbst sollte nicht in Frage gestellt werden. Sie hat sie ja nicht nur in Frage gestellt, sondern mehrfach live mit Beweisvideo, welches ich habe, verleugnet. Drittens, Beilegen eines klaren Nachweises, zum Beispiel in Form eines Gehaltsscheins, dass die Einmalzahlung nicht erbracht werden kann. Du hast dir gerade ganz schön vor den eigenen Karren gepisst. Merkst du selber, oder? Denkst du, selbst wenn du das Gericht so belügen könntest, dass sie dir glauben, dass dir eine Einmalzahlung nicht zuzumuten wäre? Ja, sagen sie, flex mit Geld in die Kamera?
Das ist so dumm. Dieses Video dann hier nicht einreichen. Diesen Ausschnitt, wo du mit deinem Bargeld flexst und sinngemäß sagst, ich könnte das ohne Probleme zahlen, mache ich aber nicht. Wo wir gerade dabei sind, lese ich dir auch nochmal kurz die Konsequenzen bei Nichtzahlung vor. Es wird nicht sofort die gleich genannte Konsequenz erfolgen. Dafür müsste man schon mehrfach die Zahlungsaufforderung versäumt haben. Ja, versäumt aber wie, dann renne ich dir nochmal gleich wegen des Geldes hinterher? Zitat: Wenn Sie die zu begleichende Geldstrafe nicht ausgleichen, werden Sie zur Ersatzhaft geladen. Kommen Sie dieser Ladung nicht nach, ergeht schließlich ein Haftbefehl wegen nicht gezahlter Geldstrafe. Das kannst du nur durch Tilgung abwenden. Weiter das bockige Kleinkind spielen wird dir nicht auf ewig helfen. Das ist einfach nur Problemverlagerung auf Zukunfts-Aline. Die letzte Option zur Zahlungstilgung... Also sie gibt sich alle Mühe. Sie gibt sich alle Mühe, dass die neue Karen, also dass Aline die neue Karen wird. Sie gibt sich wirklich alle Mühe. Wäre übrigens, Kontakt zum Gläubiger aufzunehmen und mit ihm reden. Mhm. Und ich sag mal, wie es ist, ne? Nach so einer Shitshow nehme ich bestimmt keine Rücksicht. Gut, hätte ich auch so nicht getan. Und der andere Gläubiger wäre in dem Fall das Gericht. Und ich bezweifle, dass die da anders eingestellt wären. Erst recht, wenn du die ständig mokierst und ihre Entscheidung aberkennen willst. Hast du schon gehört, dass ich mein ganzes Geld in die Türkei geschmuggelt habe? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Kann man so dumm sein. Mhm. 20.000 oder 25.000 habe ich in die Türkei geschmuggelt. Kannst du gar nicht. Der, wer sowas erzählt, ich sage euch Leute, totaler Blödsinn. Ich sage euch auch warum. Weil Deutschland, Türkei kooperiert mit Deutschland. Ja, bla bla. Türkei und Deutschland kooperieren nach ihrer Aussage in dem Sektor. Ja, aber erklär mir mal, wie du das hier damit entkräften möchtest. Läuft bei dir, natürlich läuft bei mir. Man muss nur wissen, wie man sein Geld irgendwo versteckt. Wenn man jemanden provozieren will, sollte man eventuell auch Oberwasser haben. Ich war mein Lieber. So das ist alles so dumm. Ey, das ist alles... FBI, open up! Es ist alles so dumm, Mann. Es ist... Und genau das passiert dann, wenn man halt, ne, solche Tags raushaut wie sie. Das ist alles öffentlich, Mann. Du kannst dir das einfach nicht ausdenken, Mann. Es ist so unglaublich dumm. Es ist so unglaublich. Ich habe wirklich starke Schmerzen, so dumm ist das, ey.